So, nächste Folge steht an. Und zwar haben wir jetzt die Hälfte erreicht. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt mal Random Hero spielen. Hälfte haben wir erreicht. Es kommt ja eine Random Hero, die Hälfte. Bin schon gespannt. Jetzt kann ich ja, habe ich wieder ein bisschen mehr freie Auswahl. Wenn euch das übrigens nicht gefällt, dass ich dann vielleicht doch lieber drei Random Heroes machen soll unter der Woche, dann schreibt mir das in die Kommentare, wenn euch einer reicht. Das ist auch okay. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass euch das nicht so gefällt. So, Random Hero. Ich mach mal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Spielchen geht los. Zwei Zweierteams gegen ein Dreierteam. Wir haben. Die Gegnerteam müsste eigentlich zwei Spezialisten haben, genauso sieht aus. Das ist so ein Witz. Also, ganz ehrlich, entweder haben wir zwei Spezialisten oder das Gegnerteam hat zwei Spezialisten. Das ist schon echt sehr merkwürdig inzwischen. Ja, und ich werde wohl. Oh, ein Funkchen bekomme ich. Hä? Wird das gar nicht mal als Random Hero dargestellt? Hö, da ist doch irgendwas schiefgelaufen gerade. Ich habe mich doch als Random Hero angemeldet, oder bin ich jetzt blind? Oder hat er das gerade wieder zurückgesetzt? Das wäre natürlich ätzend. Na egal. Denken wir einfach mal, dass es ein Random Hero ist und ich bekomme Funkelchen. Ja, es ist ein Random Hero, weil das Skin hatte ich auf jeden Fall nicht gewählt. Tja, merkwürdig. Spiel will, dass ich nochmal Funkelchen spiele. Spiele ich hier wieder auf Swap? Haben die irgendwas Unsichtbares? Ja, die Hacker hätten die. Eventuell. Boah, das wird richtig ätzend. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das, was ich hier spielen werde, die Reichweite. Ich glaube, die Reichweite ist hier besser. Nur das Sprühnebelspiel. Okay, der hat Ärger. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Hacker hatte keinen Ärger. Die Altäre zutage. Ich muss mal auf die Hacker aufpassen. Wo könnte der sein? Okay, die Min hat da Probleme. Ich komme mal runter. Das Gute ist, dass ich das gut kombinieren kann. Vernichtet den Totengräber. Ja, Zunge. Eure Macht wird mir gehören, Totengräber. Ah, es wird euch ergeben wie allen anderen vor euch. Ich werde nicht in diese elenden Minen zurückkehren. Fliege direkt los. Wodurch ist er denn jetzt gestorben?
wegen meiner Mittelenergie hoch. Shit. Jetzt werden die Altäre erscheinen. Haltet euch bereit, denn ihr müsst sie unverzüglich einnehmen. Na, jetzt hat's Liebling erwischt. Na, wie sieht's denn mit dem Brunnen aus? 69 Sekunden, das ist natürlich ätzend. Oh, das ist nicht gut. Das war ein schöner Fehl von ihm. Dieses Reich hat sich gegen euch gewendet. Haben die Stun? Nee, so viel Stun haben die gar nicht. Na, dann werde ich wieder mit dem Schild spielen. Ne? Aber du haben sie oben erwischt. Das war eigentlich klar, dass das passiert. Richtig die Combo. Oh shit. Schade. Eine Sekunde hat gefehlt. Unbedingt. Oh nein! Sauber. Und mal das Ding hier unten mal schnell. Erobert die Altäre und macht diesem Totengräber ein Ende. Leute, nicht Mitte! Geist! Nächstes haben wir dann noch einer weg. Ah, der ist noch drauf gegangen, sehr schön. Hätten wir nicht unbedingt machen brauchen. Wir waren noch keine Level 10. Das ist so unnötig gewesen. Aber wir haben, glaube ich, eh mehr besiegt. Aber wie immer... Oh, scheiße. Oh, shit.
erscheinen bald. Jetzt habe ich natürlich hier. Ein Problem. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt. Wie haben sie denn da jetzt erwischt? Lauf! Ich hätte ihn zu spät eingesetzt. Nein. Nehmt den Totengräber unter Beschuss. Er war ja zu gierig. Erlittenen Fähigkeitenschaden werde ich nehmen. Oh, nette Idee, die er hatte. Und das war jetzt zu zweit, sieht so aus. Das war knapp. Ja, das stand da gerade noch. Die Altäre wieder in Erscheinung. Oh oh. Ha, hat er den Ulti verkackt. Nice. Oh, das war eine Schwachsinnsidee. Komm schon. Oh, das war knapp. Oh, okay, dann gehe ich hoch. Ah, jetzt haben sie uns schon gesehen, wie wir nach oben gehen. Oh! Das war richtig knapp. Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Aber ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt. Gebraucht ihn weise. Die Hacker! Ich meine, ich wusste, dass das möglich ist. Ich habe einen Tunnel geladen. Der ist immer zu greedy. Der geht immer gegen vier gleichzeitig in den Kampf. Das ist echt immer ein bisschen nervtötend, was der da macht. Er hat jetzt sicherlich auf die Range gespielt mit der Zunge. Heilungstechnisch schwächer als Lee. Ein Level hinten. Oh fuck, jetzt haben wir ein dickes, fettes Problem. Oh fuck, aber tut man. Und jetzt bin ich ganz schön weit weg. Das war mies. Hätte ich nicht machen dürfen. Die Zeit ist gekommen. Erobert die Altäre in meinem Namen. Ah, genau reingegangen.
Ah, das kriegen wir jetzt nicht. War ein bisschen Fail von mir, weil ich eigentlich dachte, dass Abatur da oben drauf geht. Ist er aber nicht. Ja, jetzt haben sie einen kleinen Vorsprung. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Was für ein Depp. Die Dauer von Verwandlung wäre gar nicht mal so verkehrt, ehrlich gesagt. Will ich mal spielen. Wir stehen alle jetzt hier in der Mitte. Die Altäre zutage, Helden. Bereitet euch vor. Das war doof. Gekommen. Erobert die Altäre in meinem Namen. Das war aber gut. 1-1 hätte ich nicht reinswappen können. Schweres Spiel, die machen das sehr geschickt. Gehen hier kein Risiko ein, die machen jetzt vielleicht eventuell den Boss. Aber so richtig was reißen können wir hier auch nicht. Ich gehe mal kurz gucken, aber Tobo braucht dann nicht meine Hilfe. Haltungstechnisch hinter Lilly. Warum nicht ein Double Ulti? Da fehlt uns jetzt hier schon. Oh fuck. Das ist risky, mach das nicht! Okay, jetzt haben wir das Ding verloren, das ist nicht so geil. Oh nein, was macht denn der da? Erobert die Altäre und macht diesem Totengräber ein Ende. Haha! Nice. Ulti Interrupt. Da oben! Hervorragend! Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten ertut allen, die den Totengräber dienen. Ah, wir haben es aber leider nicht geschafft.
Ist trotzdem ein spannendes Spiel, kann man jetzt nicht sagen, dass es ein Kackspiel ist. Es ist sehr von Taktik geprägt. Momentan haben wir nicht das bessere Line-Up. Ja, an Lilly komme ich nicht mal ran, die ist echt gut. Ich muss auch schauen, dass ich ein paar mehr Auto-Attacks irgendwie hinbekomme. Geschafft, wollte ich nicht extra nochmal hinlatschen. Nächstes glaube ich wieder ein Doppelter, ja. Auf den Zeit. Komm mir entgegen, komm mir entgegen, komm mir entgegen! Oh, das war knapp. Wir müssen da schon riskieren, wir müssen da all in gehen. Oh fuck. Sputet euch, Helden. Lasst nichts. Doppelkill. Einfach Kill. Vierfach Kill. Ja, schön Hämmer ist hier noch, passt auf. Ach, Abathur ist schon da, okay. Nehmt den Totengräber unter Beschuss. Das ist ein guter Abathur, der mitgedacht hat. Das war auch ein ziemlich geiler Teamfight gerade. Und ich lasse nicht sehen, dass es mir genommen hat. Genug. Hervorragend. Auch wieder hier den Ulti unterbrochen. Das ist halt immer gut mit Bravewing, wenn man Polymorph hat. Kann man den Ulti unterbrechen. Geht mal hin, dann kann ich mich da porten. Lol, wie ist denn Gasso gerade gestorben? Er ist am Tower gestorben, lol. Festung zerstört. Da oben noch irgendjemand? Nein. Wieder wir müssen runter. Geh weg da! Euer Gegner hat eine Festung zerstört. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht. Oh, da habt ihr wohl eine Festung verloren. Vernichtet den Totengräber. Ah, fuck, ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen. Oh.
Geh weg! Achso, es war nur der Duplikat. Unseres hätte komplett gereicht. War nicht abzusehen, dass Hammer da unten stehen würde. Gut, dass wir nicht tot sind, während die Tower gekommen sind. Das wäre sehr bitter gewesen. Aber jetzt kommt, glaube ich, ein Doppeltower. Wird schwierig. Also besiegen können sie uns, aber wir sie nicht. Das heißt, wir bräuchten mindestens einen Tower. Du musst da weg! Du musst da weg! Ich hätte wollen, wenn wir den Boss wohl machen. Warte doch! Oh, nice. Nice, sehr schön. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt. Oh shit, wer ist denn da jetzt drauf gegangen? Wow, what the fuck, ey. Nice. Ihr habt mir gute Dienste geleistet. Fuck, war das ein Spiel. Ja, jetzt machen wir mit Briefing. Cooles Spiel, war echt knapp. 96.000, Lilly bin ich nicht rangekommen. Hat nicht gereicht. War ich nicht so stark wie im vorigen Match. Aber alter Lunara, 108k, die hat echt den Spaß hier gehabt. Ja, die hat echt gut gespielt mit Lunara. Und ansonsten war das eigentlich ein sehr ausgeglichenes Team. Lilly hat auch extrem viel Damage gemacht. Nur ich war ein bisschen hinterher, weil ich mich noch nicht so traue, mit dem Bravewing komplett auf Auto-Attack zu spielen. Das geht durchaus auch. Ja, würde ich sagen, das war ein nettes Spielchen, haben wir das Spiel noch gewonnen, obwohl es im Midgame gar nicht mal mehr so gut aussah. Na gut, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Das müsste dann Folge 270 sein. Also, bis dahin. Ciao!